Oh Mann, wer hat sich all diese Farben nur ausgedacht? Das ist ja wie Uno spielen und ich verliere die ganze Zeit. Aber die Farben sind doch dafür da, dass du gerade nicht verlierst. Das nennt sich Farbkodierung und das Ganze hat System. Verstehe. Also steckt da etwas mehr dahinter als einfach nur irgendwelche Farben, die manchmal zusammenpassen, manchmal nicht. Erzähl doch mal gern ein bisschen mehr darüber. Und ich meine, was macht diese Fachkraftverbindung hier eigentlich so besonders? Und wo werden diese überhaupt überall angewendet? Oh ja, sie sorgen für eine hochwertige und verlustfreie Signalübertragung. Ohne sie würde so manches beispielsweise im Auto nicht funktionieren, also von zum Beispiel der Antenne oder Rückfahrkameras oder ganz allgemein im Mobilfunkbereich werden sie sehr oft eingesetzt. Das heißt, vor allem im Automobilbereich wird das Ganze angewendet. Mhm. Aber was genau macht die Fahrkraftstrecke jetzt dann eigentlich noch so besonders? Ja, also das Tolle daran ist, dass es sehr robust aufgebaut ist. Mhm. Ein sehr robustes System und es gibt hier eine Palette von 13 verschiedenen Farben, aber es sind nicht nur die Farben, die das so ein bisschen unterschiedlich machen, sondern es ist auch ein mechanisches Codierungssystem dabei. Also es passt nur die eine Farbe auf die andere Farbe drauf und dadurch wird sichergestellt, dass es halt zu keinen Verwechslungen kommen kann. Verstehe, das heißt, die sind farblich quasi extra sortiert. Die Verbinder wurden quasi so farblich gekennzeichnet, dass man es gar nicht verwechseln kann. Verstehe. Das heißt, sowohl der Stecker als auch die Buchse sind immer farblich angepasst. Genau, also nur das passt zusammen, was auch zusammen gehört sozusagen. Ah, das heißt, ich könnte jetzt auch nicht irgendwie zum Beispiel den hier und ich nehme jetzt mal den blauen. Das würde dann eigentlich ja nicht gehen, ne? Genau, das passt nicht zusammen. Allerdings gibt es hier sozusagen auch einen Universalschlüssel, wenn du hier mal die wasserblaue Buchse verwendest oder den wasserblauen Stecker, dann passt es auch da hier zusammen, dieser Universalschlüssel. Und das ganze System ist nach einer DIN- bzw. ISO-Norm zertifiziert worden, was auch da einfach für gute Qualität auch steht. Also daneben gibt es natürlich auch immer wieder die Frage, die wir bekommen mit der Temperaturbeständigkeit. Mhm. Also diese Verbinder sind von minus 40 Grad bis 100 plus 105 Grad Celsius einsetzbar. Mhm. Und du hast jetzt hier gerade eine gerade Buchse in der Hand. Ja. Neben dieser geraden Buchse gibt es auch die sogenannten 90-Grad-Winkel. Das heißt, gerade dort, wo es eng zugeht, in einem Gehäuse oder so, oder in einem Motor von einem Auto, kann man auch diese 90-Grad-Winkel anwenden und hat deutlich weniger Platzbedarf. Das ist echt praktisch. Ja. Die Verbinder sind auch so abgeschirmt, dass sie auch starken elektromagnetischen Impulsen auch Widerstand leisten können. Echt interessant, was so ein Fahrkraftstecker alles aushalten kann. Mhm. Aber da frage ich mich jetzt, was ist eigentlich mit dem Kabel? Ja. Ich meine, was für ein Kabel soll ich da benutzen oder was wäre denn überhaupt gut? Ja, also das kommt natürlich sehr auf den Anwendungsfall an. Also, oder auch die Umgebungsvariablen, wo das Kabel dann verlegt werden soll. Also am häufigsten wird das RG174 verwendet oder das RG316. Das RG174 ist für niedrigere Frequenzen und kürzere Strecken geeignet, wobei das RG316 wiederum sehr stabil ist, was die Frequenzen angeht. Also kann auch für höhere Frequenzen verwendet werden. Genau, wichtig ist es halt, dass man seine Anforderungen an das Kabel und an den Stecker genau kennt, dass man weiß, wo soll es verwendet werden. Genau, aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das stimmt, über die Kabel haben wir schon mal gesprochen gehabt. Dazu haben wir eine ganze Videoreihe, da können Sie gerne mal rüberschauen, und zwar auf dem YouTube-Kanal hier. Da finden Sie eine Verlinkung, da haben wir das Thema Kabel, Kabelvergleiche und welcher Kabeltyp für Ihre Anwendung tatsächlich der beste ist. Weil es gibt richtig viele Anforderungen und auch Anwendungsbereiche. Muss ich halt überlegen, okay, was ist halt für meinen Fall eigentlich das Wichtigste? Das heißt, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Wir haben gelernt, dass die Fahrkraftverbinder eine sehr gute mechanische Robustheit bieten, eine hohe Signalqualität und ein cleveres Farb- und Codierungssystem, das uns erlaubt, den richtigen Stecker mit der richtigen Buchse zu finden und so keine Verwechslung entsteht. Und das Beste ist, bei Coax24 unterstützen wir Sie in Ihrem Ankauf. Das heißt, dass Sie Ihr Kabel für den richtigen Einsatzzweck finden. Wir bieten eine große Auswahl an den Fahrkraftverbindern an, sowohl in den 90 Grad als auch in den geraden Verbindern und natürlich auch die passenden Kabel. Sie können online auf coax24.de Ihr Wunschkabel zusammenstellen. Wir haben einen Online-Konfigurator, wo die Verbinder und das Kabel miteinander abgestimmt ist. Und das Gute ist, Sie können bestellen bereits ab einem Stück. Richtig.
Und falls Sie das Thema doch noch ein bisschen tiefer interessiert, dazu haben wir auch einen Blogbeitrag, den wir gerne verlinken in unserer Videobeschreibung. Schauen Sie da gerne rein. Und ansonsten war es das für dieses Video. Ich habe viel dazugelernt. Vielen Dank gerne. Für unseren Experten hier. Und ansonsten geben Sie doch gerne einen Daumen nach oben, falls Ihnen dieses Video weitergeholfen hat. Schreiben Sie gerne einen Kommentar, falls Sie Fragen dazu haben, zu dem ganzen Thema Fachkraft. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.